Viele Leute haben Probleme nach dem Gehen, das heißt gar nicht mal beim Gehen. Problem dabei ist immer, dass man es beim Gehen ja eigentlich meistens nicht mitbekommt. Die Symptome äußern sich dann meistens so 1-2 Stunden nach dem Gehen. Das Knie fängt an zu puckern, tut weh oder schwillt sogar an. Und wir zeigen dir heute mal, was eine mögliche Ursache sein kann. Oder ich spreche mal zwei Ursachen an. Das heißt, die erste Ursache kann einfach ganz normal Belastungssteuerung sein. Das heißt, du traust dein Knie schon mehr zu, als es schon kann. Selbst wenn es wenige Schritte sind, bedeutet es in dem Fall, dass es schon zu viel sein könnte. Deswegen fang immer mit einer kurzen Strecke an von 500, 600 Meter, auch wenn sie extrem wenig anhört, und steigere davon immer nach oben aus. Die zweite Möglichkeit, wie gesagt, Möglichkeit, es gibt noch mehrere Möglichkeiten, aber wir gehen wirklich nur auf diese zwei an, dass du dein Knie beim Laufen nicht durchstreckst. Das bedeutet nicht, dass du dein Knie immer überstrecken musst, aber wenn du jedes Mal in der Beugung läufst und du sehr viele Schritte machst in dieser Beugung, dann belastest du dein Knie biomechanisch anders, als es soll. Und dadurch setzt du auch deine Strukturen etwas unter Stress und die Muskulatur hat mehr Spannung. Und dadurch hast du diese Symptome halt danach. Mit Absicht will ich jetzt keine Gangübung machen, sondern mal eine Übung, um dir zu zeigen, ist dein Knie unter Spannung, ist dein Knie überhaupt in der Streckung. Weil das Wichtige ist, du musst dein Knie in der Streckung benutzen, aber du musst erstmal dahin kommen, dass das Knie selbstverständlich und locker in der Streckung reinkommt. Und da ist häufig das Problem, dass zu viel Spannung drin ist. Das heißt, die Kontrolle der Kniescheibe ist oftmals nicht gegeben und die Kontrolle des Quadrizeps. Das bedeutet, dass deine Muskulatur die ganze Zeit feuert und du dadurch so leicht in der Beugung drin bist und du gar nicht in der Lage bist, schnell in die Streckung reinzukommen. Und dazu haben wir mal eine Übung, und zwar wirklich das Simple, das ist wirklich sehr, sehr simpel, einfach mal zu testen, also teste es mal wirklich, ob du deine Oberschenkelmuskulatur ansteuern kannst, ohne dass sie das Knie bewegt, und wieder lösen kannst. Das heißt, dazu muss man hier schauen, dass die Kniescheiben sich anspannen. Das heißt, beim Anspannen wandern die Kniescheiben wie nach oben Richtung Hüfte und beim Lockerlassen gehen sie wieder runter. Spann mal wieder an, dort spannen sie an, da spannt die Muskulatur an, jetzt wieder lockerlassen. Da wandert sie wieder runter. Das Problem ist ganz, ganz häufig, dass die Muskulatur hier und die Kniescheibe hier in der Anspannung festhängt. Und dadurch sich hier Spannung aufbaut, eine leichte Beugung entsteht, ich mal kurz zur Seite, und dadurch du gar nicht reinkommst in diese Streckung, die du eigentlich brauchst fürs Gehen. Wie gesagt, nicht Überstreckung, das muss man nicht, den vollen Anschlag braucht man nicht, aber du brauchst wirklich mindestens diese 0-Grad-Streckung, um dich nach vorne gut abdrücken zu können. Das wäre das Erste, das heißt, versuch doch mal die Spannung reinzubringen, locker das, dreh ich mal wieder um. Wenn es nicht funktionieren sollte und du merkst, das hängt dir in der Spannung, dann benutze mal hier Daumen und Zeigefinger und geh von oben hier an die Kniescheibe. Das ist am Anfang gar nicht so einfach, um das auf den Punkt zu finden, weil man spürt meistens gar nicht diesen Rand der Kniescheibe. Aber das versuch mal zu finden und dann mal den einen Hand und dann beweg die Kniescheibe locker nach unten. Das heißt, du wirst wahrscheinlich erstmal ein bisschen brauchen. Gib mal eine Streckung. Das heißt, genau, Streckung. Was wahrscheinlich erstmal ein bisschen brauchen, überhaupt die Lösung reinzubringen, also dass die Muskulatur sich löst. Deswegen verlagere das Gewicht so ein bisschen auf hier, auf die andere Seite. Hast du es einfacher, dass die Muskulatur sich entspannen kann. Und dann merkst du richtig, wie es released, also dass es locker wird und hier die Kniescheibe nach unten wandert. So. Und so hilfst du quasi erstmal, das passiv oder assistiv mitzuhelfen. Und dann danach, locker nochmal, wenn es ist, spann nochmal, nee, bleib dran, zieh nach unten. Und wenn es dann schwerfällt, wieder in die Spannung reinzugehen, dann helf mit, spann an und zieh nach oben. Genau, und dadurch lernst du oder bringst du dein Knie, dein Nervensystem, diese Spannung und Entspannung bei, was super wichtig ist. Weil, wenn du in der Lage bist, die Steuerung hier reinzubringen, ist es wahrscheinlicher, dass du danach in dieser Streckung wieder reinkommst, wenn du natürlich nur 1-2 Grad Defizit hast. Das Zweite ist, drehe ich mal den Daumen, danach musst du lernen, diese Spannung auch zu nutzen, also die Streckung auch zu nutzen. Das heißt, jetzt üb unter 0 Grad Streckung, dich auf einem Bein hinzustellen. Mach's aber nicht zu schnell, sondern mach's so, wie Ron es gerade macht. Geh erstmal in Streckung, dann gehst du mit den Knien nach vorne. Dann überprüfen, nicht aufs Gefühl hören, das ist wichtig, sondern wirklich überprüfen mit Spiegel oder auch runtergucken, ob du wirklich noch in der Streckung drin bist. Weil ganz häufig verliert man hier, in dem Moment, wenn man halt mehr Last wegnimmt, verliert man hier so ein bisschen die Streckung. Und hier ist es wichtig, dass du das wirklich überprüfst. Und wenn das funktioniert,
nimmst du deine Beine ein bisschen nach oben. Ja, nur ein bisschen reicht dir. Und dann musst du in der Lage sein, das hier zu halten. Und da verlieren oft die Leute die Spannung und die Streckung. Weil genau das ist nämlich das Wichtige, dass du, wenn du in der Streckung hier bist, dass du das so halten kannst, um es in der Gehen beim Drücken nach vorne zu nutzen. Und wenn das gut funktioniert, dann üb nochmal wirklich kurze Schritte. Das heißt, dann gehst du wirklich, startest du so, dass du wirklich mit Zeitlupe hier locker aufkommst. Das reicht ja, wenn du hier strecken musst, kannst du hier ausführen, bei mir sieht man sich, dass man locker aufkommt. Weil beim Aufkommen ist es noch so, dass eine leichte Beugung da ist. So, dann geht man rüber und spätestens hier, wenn der Oberkörper mit dem Schwerpunkt quasi über den Fuß steht, muss das Knie gestreckt sein, also auf 0-Grad-Streckung mindestens. Und dann drückt man sich da nach vorne weg und bleibt in Streckung und dann kommt der nächste Schritt. Das würde ich dann wirklich in Zeitlupe üben. Komm mal wieder zurück. Also wirklich in Zeitlupe, weil viele machen es dann zu schnell. Und den machen wir nochmal. Wirklich langsam, 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 langsam. Langsam, langsam. Jetzt hier schon kontrollieren, ob die Streckung da ist. Zur Not jetzt noch unterteilen, dass man hier nochmal stehen bleibt. Und dann rübergehen. Und dann geht der Schritt weiter. Und davon ruhig 10, 12 Wiederholungen machen. Vielleicht ein, zwei Sätze. Und dann versuchen, das Tempo nach und nach zu steigern, bis man diesen normalen Gang reinbringt. Film dich ruhig dabei ab. Dafür nutzen wir unsere Videoanalysen, um das halt auch in Echtzeit zu sehen. Weil manchmal ist das gar nicht so zu erspüren. Deswegen film dich ab. Kontrolliere das und wie gesagt, wir nutzen das, wir machen das auch in Zeitlupe, gucken dann ganz genau, ist die Streckung denn da, ist sie nicht da und so können wir erkennen, ob die Streckung funktioniert oder nicht funktioniert. Teste die Übung aus, guck, ob die Spannung da ist, guck, ob die Streckung da ist beim Gehen, überprüf deine Belastbarkeit, überprüf die Strecke, die du gehst und versuch das anzupassen. Natürlich ist jede Verletzung oder jedes Problem unterschiedlich und individuell. Wenn du wissen möchtest, ob wir dir helfen können, trag dich gerne bei uns zu einem Beratungsgespräch ein. Wenn du noch mehr Tipps haben möchtest, wie du deine Streckung verbesserst, dann schau dir gerne unser Video über die Verbesserung der Streckung an.